Wirtschaft braucht Energie, nachhaltige Wege in die Zukunft. Unter diesem Titel luden am 15. Oktober die Akademie Schwerin zusammen mit der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin und den Energieunternehmen WEMAG und Stadtwerke Schwerin zum 11. Energieforum Mecklenburg-Vorpommern ins Ludwig-Bölkow-Haus ein. Der kommunale Energieversorger Stadtwerke Schwerin geht bereits mit guten Beispielen voran. Zum einen sind wir natürlich als lokaler Versorger verpflichtet, viele Dinge zu tun. Das Thema Dekarbonisierung der Wärme, das ist ja ein großes Thema für uns, auch für die Schweriner, für die wir das ja tun. Das ist eigentlich eine der wesentlichen Themen, die zum einen natürlich die weitere Erschließung mit Fernwärme und die sogenannte Transformation, das heißt das, was im Fernwärmerohr ist, im Fernwärmesystem ist, dann CO2-frei zu machen. Auch der Stromversorger WEMAG setzt sich aktiv für eine funktionierende Energiewende ein. Hier spricht das Unternehmen vor allem seine Kundinnen und Kunden an. Wir sind seit Jahren aktiv, bauen Ökokraftwerke, regenerative Energien möchten wir an unsere Kunden verkaufen. Das ist seit 2008 schon unser Credo, dass wir das Ökostromprodukt unseren Kunden anbieten. Und als Netzbetreiber sorgen wir für die Integration dieser erneuerbaren Energien. Und das ist derzeit die größte Herausforderung, die wir je haben. 11,3 GW, das sind eine Menge von Energieanlagen, die wir integrieren müssen. Den Tag über gab es einen vielseitigen Wechsel zwischen Podiumsdiskussionen und Reden. Innenminister Christian Pegel sprach über die kommunale Wärmewende. Für die Integration von erneuerbaren Energien braucht es einen Netzausbau. Dafür muss den Unternehmen Investitionssicherheit gewährleistet werden. Zudem müssen die Regularien vereinfacht und die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Für Wirtschaftsminister Reinhard Mayer gibt es Herausforderungen. Offshore, Wind an Land, Netzausbau, Photovoltaik, Geothermie – alles natürliche Ressourcen, die beschleunigt entwickelt werden müssen. Das Land hat gute Chancen, aus der Energiewende gestärkt hervorzugehen. Für den Erfolg der Energiewende ist es aber unerlässlich, dass die Bürgerinnen und Bürger in die Planungen vor Ort eng eingebunden und womöglich auch finanziell an Gewinnen beteiligt werden. Die Menschen draußen diskutieren immer über Preise. Wie teuer ist das? Und ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen werden wir heute auch offen darüber reden müssen, wie sieht die Preisdiskussion aus bei Strom, aber auch bei Gas. Und ich glaube, auch das ist ein Teil von Akzeptanz, wenn jetzt zum Beispiel beim Strom ab nächstem Jahr die Preise sinken werden, weil wir bei den Netzentgelten eine andere Verteilung bekommen zugunsten des Landes. Und das sind sichtbare Zeichen dann. Die vom Wirtschaftsministerium unter Beteiligung von Kommunen und Verbänden in den vergangenen Monaten überarbeitete Novelle des bestehenden Bürger- und Beteiligungsgesetzes werde den Landtag im kommenden Jahr erreichen. Das Energieforum Mecklenburg-Vorpommern hat auch 2024 gezeigt, in der Energiewende werden längst Projekte umgesetzt. Die Branche redet nicht nur. Sie beweist, dass auch gehandelt wird.